den Gesprächen mit der KMU hat man nach wie vor das Gefühl, dass die Unsicherheit nach wie vor enorm gross ist und dass auch in den letzten 12 Monaten wahnsinnig viele weitere Überraschungen auf KMU zugekommen sind, die sie vor ganz neue Herausforderungen stellt. Es sind einerseits eben die Rohstoffengpässe, die man hat, eben die Inflation, die natürlich einen grossen Stellenwert einnimmt, viele Fragen auch bezüglich Fachkräftemangel, Themen wie Nachfolgeregelung, wo sich KMU-Führungskräfte mit konfrontiert sehen. Wahnsinnig viel ist passiert in den letzten 2 bis 3 Jahren. Die KMU haben sich neu aufgestellt, sie sind digitaler geworden, sie sind offener geworden. Sie haben sich vielfach mit dem Thema organisationale Resilienz und auch Agilität auseinandergesetzt. Aber nach wie vor stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Und sind wir aus dem Survival-Modus, sind wir da schon draußen? Oder eben geht es weiter darum, die Organisation weiter voranzutreiben? Abgeleitet von dieser grossen Unsicherheit und den zahlreichen Überraschungen haben wir uns dann nachher die Frage gestellt, was ist es denn, wo der KMU dieser Unsicherheit Konstanz gibt. Und wir sind zum Entschluss gekommen, es sind die menschlichen Beziehungen, die insbesondere in den letzten 2 Jahren KMU durch die Unsicherheit und durch die Pandemie durchgebracht hat. Darum das Thema des diesjährigen KMU-Tag: KMU und Beziehungen konstant im Wandel. Was wir herausgefunden haben, ist, dass es nach wie vor eine enorme Relevanz hat, das Thema Beziehungen. Dass viele KMU-Führungskräfte sogar davon ausgehen, dass die persönlichen Beziehungen in der heutigen Zeit noch enorm an Wert zugenommen haben und an Wichtigkeit zugenommen haben. Und was auch spannend ist, je kleiner das Unternehmen, desto relevanter werden die persönlichen Beziehungen für den Erfolg des Unternehmens eingeschätzt. Wir haben uns gerade bei den persönlichen Beziehungen angeschaut, was sind denn die Aspekte, die wichtig sind für eine gut funktionierende persönliche Beziehung. Und wir haben herausgefunden, gerade bei kleinen Unternehmen sind es Themen wie Vertrauen, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit, die im Zentrum steht. Und spannend ist auch, erst an 4. Stelle ist das Thema fachliche Qualifikation gekommen, wo die KMU-Führungskräfte als relevant erachtet. Gleichzeitig, wenn wir die grossen Unternehmen anschauen, dort nimmt das Thema fachliche Qualifikation einen wichtigeren Stellenwert ein, vor diesen Themen wie Vertrauen, Verbindlichkeit und Ehrlichkeit. Eine weitere Erkenntnis ist, dass Beziehungen in der Zukunft digitaler werden. Da sind sich KMU-Führungskräfte einig. Was man auch sieht, es geht weg von Kooperation hin zu Kollaboration. Und durch den digitalen Wandel oder die digitale Transformation sind auch KMU je länger, je mehr in Ökosystemen, in Netzwerken unterwegs, um die grossen Herausforderungen der heutigen Zeit gemeinsam zu meistern. Also raus aus diesen Silos hin zu echter Kollaboration, um gemeinschaftlich sich diesen Herausforderungen anzunehmen. Die grosse Implikation ist, es wird unsicher und unvorhersehbar bleiben. Das heisst, einfach gegen Führer schauen, resilient bleiben, gemeinsam eben menschlich das versuchen zu meistern. Und dann habe ich das Gefühl, dass es für KMU-Landschaft sehr positiv aussieht in den nächsten paar Jahren.